Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition, im Nichts gefangen und auf der Suche nach einem Weg hier hinaus. Ja, da stehen noch ein Kollegen, Kameraden, einer steht ja mitten auf dem Stein. Wunderbar, wo ist denn Solus hin? Weil Solus ist das nicht. Oder? Doch, oder? Nein, das ist nicht Solus. Verwirrend hier alles, egal. Für uns geht's weiter, jetzt geht's nach hier oben. Mal sehen, was wir als nächstes sehen. Und das sah doch ganz nach einer alten Bekannten aus, oder? Auch nicht? Wer bist du? Beim Erbauer. Kann das wirklich sein? Ich grüße euch, Wächter. Und auch euch, Champion. Göttliche Justinia. Justinia? Also, wenn ich hier im Reich der Dämonen bin, bin ich ganz ehrlich, und ich so an die letzten Teile denke, kann das nur eine Illusion sein, ein Machtwerkzeug der Dämonen. Und deswegen sage ich, ihr seid nicht sie. Wer seid ihr? Ein Geist? Ein Dämon? Die echte Göttliche hätte Haven niemals überleben können. Tatsächlich nicht? An wie vieles von dem, was in Haven geschehen ist, erinnert ihr euch wirklich? Ihr haltet es für unmöglich, dass ich überlebt habe. Und doch seid ihr selbst hier im Nichts und am Leben. Tatsache ist, dass der Nachweis meiner Existenz auf jeden Fall mehr Zeit erfordern würde, als wir haben. Dann sagt uns doch einfach, was ihr seid. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr erinnert euch nicht an das, was im Tempel der Heiligen Asche geschehen ist, Inquisitor. Ja, das ist wohl wahr. Seid ihr dafür verantwortlich? Woher kennt ihr meinen Titel? Das ist gar nicht mal so verkehrt, die Frage. Woher kennt ihr meinen Titel? Weil ganz ehrlich, sie hat es ja nie wirklich mitbekommen, wie wir Inquisitor geworden sind, wenn man das nimmt. Die echte Göttliche könnte unmöglich wissen, dass man mich zum Inquisitor ernannt hat. Ich weiß es, weil ich mir Erinnerungen wie die euren angesehen habe. Geraubt von dem Dämon, der Korypheus dient. Er ist der Albtraum, den man vergisst, sobald man erwacht. Er nährt sich von Erinnerungen voller Angst und Finsternis und labt sich an dem Grauen. Dieser falsche Ruf, der die Wächter so sehr in Angst versetzt und zu derart gewaltigen Fehlern getrieben hat, er ist sein Werk. Ich würde liebend gerne Rache nehmen für das Unrecht, das meinen Brüdern und Schwestern durch diesen Albtraum widerfahren ist. Ihr werdet eure Chance bekommen, tapferer Wächter. Dieses Reich der Finsternis ist sein Hort. Ist sie das wirklich? Warum dienen Dämonen Korypheus? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Korypheus hat anscheinend reichlich Dämonen, die ihm zur Verfügung stehen. Wie schafft er es, so viele von ihnen zu kontrollieren? Ich weiß nicht, wie er seine Dämonenarmee befehligt. Möglicherweise entspringt seine Macht direkt der Verderbnis. Der Albtraum jedoch dient ihm aus freien Stücken, weil Korypheus gewaltiges Grauen in diese Welt gebracht hat. Er war schließlich einer der Magister, die die erste Verderbnis über die Welt brachten, nicht wahr? Jedes Weinen eines Kindes, wenn der Erzdämon am Himmel kreist, jedes Wimmern eines Zwerges in den tiefen Wegen. Der Albtraum hat gut gespeist. Oh Mann. Wie kommen wir nach Hause? Das interessiert mich gerade nicht. Kann ich ihn töten, weil das ist das Wichtigste für uns. Wie können wir ihm Schaden zufügen? Ich mag eure Denkweise. Ihr schadet ihm, indem ihr aus dem Nichts entkommt und eure Leute gegen Korypheus ins Feld führt. Das hatte ich nicht gemeint. Ich weiß, aber im Moment ist das die beste Antwort, die ich euch geben kann. Als ihr in Haven das Nichts betreten habt, hat der Dämon einen Teil von euch geraubt. Bevor ihr irgendetwas anderes tut, müsst ihr es wiedererlangen. Dies sind eure Erinnerungen, Inquisitor. Okay. Jetzt wird's interessant. Was für Erinnerungen? Die Erinnerungen vor meiner Zeit als Inquisitor? Oder was genau? Halten, um Erinnerung wieder zu erlangen. Bringt mir das Opfer.
Okay. Warum tut ihr das? Ausgerechnet ihr! Moment mal. Was geht hier vor? Okay, also es scheint so, als wäre irgendwas passiert. Justinia. Das sind doch die grauen Wächter. Aber warum? Dies ist die Stunde unseres Sieges. Warum tut ihr das? Ausgerechnet ihr. Bringt das Opfer zum Schweigen. Das ist Korypheus. Das ist klar. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Das ist also der Anker. Es war mal eine Kugel. Und diese Explosion, die den Riss aufgerissen hat, hatte damit zu tun. Euer Mal stammt also nicht von Andraste. Es kommt von der Kugel, die Korypheus bei seinem Ritual verwendet hat. Korypheus wollte den Schleier zerreißen, mit Hilfe des Ankers das Nichts betreten und die Tore der schwarzen Stadt aufstoßen. Und zwar nicht für die alten Götter, sondern für sich selbst. Als ihr jedoch seinen Plan durchkreuzt habt, ließ die Kugel stattdessen euch den Anker zuteil werden. Okay, ja, so langsam kriegen wir hier ein paar Informationen, die das Ganze ein bisschen aufklärt. Lasst uns weitergehen, sowas habe ich vermutet. Das hilft mir aber jetzt nicht wirklich weiter. Ja, schön, ich habe eine Kugel. Dadurch habe ich den Anker bekommen, womit er hier rein wollte und das Tor zur schwarzen Stadt aufstoßen wollte. Das ist alles? Ja. Das hilft mir nicht weiter. Es sagt mir nichts über Korypheus oder eine Schwäche des Dämons. Und auch nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Das Einzige, was es mir sagt, ist, dass ich seine verfluchte Kugel zerstören sollte, wenn sie das nächste Mal zu leuchten beginnt. Doch selbst diese Information könnte euch eines Tages nützlich sein. Ihr könnt erst dann aus dem Hort des Albtraums entkommen, wenn ihr alles zurückerlangt habt, was er euch genommen hat. Ihr habt einen Teil eurer selbst zurückgewonnen. Aber er weiß jetzt, dass ihr hier seid. Ihr müsst euch beeilen. Ich werde euch den Weg bereiten. Habt ihr etwas auf dem Herzen, Hawk? Wollt ihr etwa ignorieren, dass die Göttliche in dieser Vision von grauen Wächtern festgehalten wurde? Ihre Taten haben dazu geführt, dass die Göttliche jetzt tot ist. Ich bin davon ausgegangen, dass er ihren Verstand beherrscht hat. Ihr selbst habt schon gesehen, wie er das getan hat. Nun kommt. Wir können uns streiten, wenn wir von diesem finsteren Ort entkommen sind. Worauf ihr euch verlassen könnt. Oha. Die Göttliche. Bitte sagt mir, dass sie es war. Sie war es, nicht wahr? Wir haben es überlebt, körperlich im Nichts zu sein. Womöglich konnte sie das auch. Und falls es ein Geist ist, der sich so sehr mit Justinia identifiziert, dass er glaubt, sie zu sein, wie können wir da sagen, dass er es nicht ist? Sie scheint jedenfalls ein Interesse daran zu haben, uns zu helfen. So viel steht fest. Und der Albtraum? Nach dem, was sie erzählt hat, bin ich nicht sonderlich erpicht darauf, ihm zu begegnen. Er ist ein Dämon der Angst, genau wie ich es vermutet hatte. Er zehrt wahrscheinlich von den Schrecken, die Verderbnis hervorruft. Angst ist ein äußerst altes, mächtiges Gefühl. Sie ist älter als Liebe, Stolz, Mitgefühl. Nur das Verlangen ist möglicherweise noch älter. Nehmt euch in Acht. Der Albtraum wird alles in seiner Macht Stehende tun, um unsere Entschlossenheit ins Wanken zu bringen. Nach dem, was er meinen Brüdern und Schwestern angetan hat, bete ich dafür, dass wir einen Weg finden, ihn zu vernichten. Wir werden einen Weg finden. Davon kannst du ausgehen. Meine Güte. Ja, wenn man sich an den ersten Teil zurückerinnert,
wo wir ja Teil der Grauen Wächter waren, wie konnten die Grauen Wächter nur so weit gehen? Ist es wirklich eine Gefangenheit gewesen von dem Dämon? Es ist schwer zu sagen, was hier vorgefallen ist. Auf jeden Fall war es nicht positiv. Meine Güte, sage ich dazu nur. So, erstmal wieder ein paar Dämonen erschlagen und dann geht's weiter im Text. Also nach all meinen Vermutungen, die ich anfangs hatte, scheint es wirklich Justinia gewesen zu sein oder ein Dämon, der sich mit ihr identifiziert, so wie Solus es gesagt hat. Was haben wir hier? Ein Brief mit zittriger Handschrift. Mein Sohn, wenn du dies liest, wird mich das Gift der dunklen Brut dahingerafft haben. Wir haben in Starkhaven alles gegeben und den Wächtern Zeit verschafft, um den Erzdämon zu erschlagen. Doch als ich die Verderbtheit in meiner Wunde roch, wusste ich, dass ich dich niemals wiedersehen würde. Phyrus wird nach Männern verlangen, die das Schlachtfeld absuchen. Er strebt danach, die Macht Starkhavens zu vergrößern und die Waffen hunderter grauen Wächter, die er herrenlos auf den Boden liegen, werden ihm helfen, die freien Marschen zu erobern. Du musst dich weigern, das Schlachtfeld ist mit Gift getränkt und keine Rede, kein Einschüchterungsversuche und keine Vorwürfe der Feigheit können das ändern. Jeder, der dieses Schlachtfeld jetzt betritt, wird sterben. Du musst tun, was du tun kannst, um ihn hinzuhalten, und die Krähen beobachten diese Vögel, haben ein gutes Gespür für die Verderbnis. Wenn du siehst, dass sie sich dort sammeln, dann weißt du, dass das Gift fort ist und du das Schlachtfeld gefahrlos betreten kannst, um nach irgendwelchem Plunder abzusuchen, der Phyrus zufriedenstellt. Ich werde nicht da sein, um dir bereitzustehen, mein Sohn, also musst du von den Krähen lernen. Sie beobachten genau, was geschieht, und ihre Furcht lässt sie überleben. Bitte, ich flehe dich an, beobachte die Krähen und tu dasselbe, Sora. Was eine Nachricht über das, was in Starkhaven passiert ist. Meine Güte. Viele. Wir haben Besuch. Ein törichter kleiner Junge ist hier, um die Angst zu stehlen, deren Last ich ihm freundlicherweise von den Schultern genommen hatte. Ihr hättet mir danken und eure Angst dort lassen sollen, wo sie war. In Vergessenheit. Oder denkt ihr etwa, der Schmerz würde euch stärker machen? Welcher Narr hat euch einen derartigen Unsinn in den Kopf gesetzt? Der Einzige, der durch eure Angst stärker wird, bin ich. Aber ihr seid Gast hier in meinem Heim. Also lasst mich euch bitte zurückgeben, was ihr verloren habt. Ja, wäre ganz nett. Es dürfte auch ein bisschen Licht in mein Dunkel bringen. So, hier sind ein paar Dämonen, die ich erstmal erschlagen muss. Und dann gucke ich mich hier um, denn da blinkt mein Kärtchen nämlich auf. Das heißt, hier gibt es irgendwas zu tun, was von Bedeutung ist für uns. Reichlich. Und der Dämon der Angst hat sich bemerkbar gemacht. Das hier sind nur niedere Diener des Albtraums. Ich hasse diesen Ort. Yep, Sarah, du bist da nicht alleine. So, irgendwas ist hier oben, das sehe ich schon. Was ist das? Blumen. Okay. Komm, geh mal weg da. Ich möchte gern da durch, wenn es denn gehen würde. Mehr blinkt hier nicht. Dabei habe ich doch hier oben was gesehen. Sieht was aus wie von den grauen Wächtern. Mehr ist hier aber leider nicht. Leider. Schade eigentlich. So, schauen wir uns mal weiter hier unten um. Und hier vorne ist noch irgendetwas. Was haben wir hier? Da können wir was nachforschen.
Sieht aus wie eine Gerätschaft von Zwergen gebaut vielleicht. Was haben wir hier? Die Ängste der Träumer. Der Grundbesitzer. Ich sah zu, wie mir die Verderbnis mein Land nahm. Ich konnte nirgendwo hin, also bestellte ich weiter die Felder, wie ich es immer getan hatte. Auch als mein Vieh starb und meine Familie krank wurde, mein Körper war so geschunden und zittrig, dass ich zu spät erkannte, welches Gift sich in dem Land, in das Land geschlichen hatte. In meinen Fieberträumen entdeckte die Krankheit die gesamte Welt und ich weinte aus Angst um die Familie, die ich in meinen törichten Hochmut getötet hatte. Zeig mir, dass die Welt überlebt. Zeig mir, dass das Gift nicht alles dahin rafft. Blumen platzieren. Meine Güte. Wirklich tragische Fälle. Aber ist das unsere Geschichte, die wir hier erleben? Habe ich einst meine Familie getötet mit diesem Charakter? Sind wir deswegen hier? Erleben wir das gerade? Erfahren wir das gerade über unsere Vorgeschichte, was wir so erlebt haben damals, als die Welt noch in Ordnung war für uns? Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Die nächste Angst. Vorher natürlich wieder so ein paar Sachen hier mitschleppen. Wir kommen rein in das nächste Teil. Hier haben wir wieder so einen Spiegel. Erhalten eine Geschicklichkeit dazu. Schön. Weiter geht's. Hier geht's also weiter. Seht nur! Was ist das? Eine Spinne! Wo kommen die Spinnen denn her? Düstere Gegend hier, definitiv. Und was zum... So, jetzt muss ich überlegen, da lang oder da lang? Kurz mal auf die Karte schauen, wie sieht das hier überhaupt aus? Also es gibt zwei Wege, es geht einmal hier links entlang und einmal da oben entlang. Also zwei verschiedene Wege, das ist ja natürlich schwierig, sich jetzt für einen Weg zu entscheiden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da rechts hinunter, zur Not kommen wir immer noch wieder zurücklaufen. Hier gibt es was zu lesen. Auszug aus einem Tagebuch. Das lese ich jetzt mal gerade nicht vor. Dachtet ihr, ihr wärt von Bedeutung gewesen, Hawk? Dachtet ihr, irgendetwas von dem, was ihr je getan habt, wäre von Bedeutung gewesen? Ihr konntet nicht einmal eure Stadt retten. Wie konntet ihr da glauben, ihr könntet einen Gott niederstrecken? Isabella wird sterben. Genau wie eure Familie und jeder andere, der euch je etwas bedeutet hat. Ich werde es genießen, dieses Ding umzubringen. Lässt du wohl Isabella in Ruhe? Hallo? Unsere Freundin aus dem zweiten Teil? Ich glaube, es hat. Auch Isabella wird eines Tages sterben, natürlich, aber nicht heute, nicht morgen. Kleine Ängste, winzige Manifestationen, die der Albtraum hervorgebracht hat. Und sie sehen natürlich nur ganz zufällig wie Spinnen aus. Ich habe keine Spinnen gesehen. Verdammte Spinnen wären mir lieber gewesen. Vergesst nicht, dass wir im Nichts wandeln. Dämonen der Angst erscheinen jedem von uns in der Gestalt, die uns am meisten ängstigt. Also, sind sie in meinem Kopf? Musstet ihr mir das erzählen? Hervorragend. Ich fürchte also Spinnen? Na dann. Die Geburt der Angst. Eine elegante Handschrift. Du bist zu jung, um dir Sorgen zu machen, mein Kind. Schreib sie einfach hier auf. All deine Ängste werden kleiner, wenn du sie in Worte fasst. In zittrige Handschrift eines Kindes verfasste Liste. Was ist denn die dunkle... Was, wenn die dunkle Brut zurückkommt, Vater? Hat gesagt, er würde eines Tages sterben. Dunkle Brut unter der Erde. Dunkle Brut und unter unserem Haus. Dunkle Brut, die aus den Kellern kommt. Die Sonne wird sterben. Schwarze Flecke auf dem Brot können die Verderbnis sein. Krank zu werden und an den Verderbnis zu sterben. Graue Wächter, die kommen... Und Vater zwingen zurückzugehen. Vater, der im Kampf gegen die dunkle Brut stirbt. Der dunkle Fleck an Vaters Arm, den er von Mutter versteckt. Vater sagt, er höre Musik. Der Inhalt eines Briefes, der neben einem Gelege von Spinneneiern gefunden wurde. Ja,
Ängste, ein großes Thema jetzt hier in diesem Gebiet natürlich. Dämon der Angst. Eine klare Angelegenheit. Hier geht's weiter. Also ich gehe nochmal kurz zurück, weil hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich schaue mich da oben jetzt nochmal ganz kurz um. Und gehe dann den Weg zurück. Eine wirklich... ja... unheimliche Atmosphäre herrscht hier in diesem Gebiet. In diesem Nichts. Ich muss sagen, wirklich stark, was sie daraus gemacht haben. Was ist das? Was haben wir hier? Auszug aus einem Tagebuch. Sie denken, wir gehören ihnen und sie könnten entscheiden, ob wir lieben oder sterben. Wie... leben oder sterben, nicht lieben. Wer selbstgefällig sie in ihre Rüstungen da sitzen, jederzeit bereit, uns beim kleinsten Vergehen den Kopf abzuschlagen, als würden wir nicht jeden Tag darum kämpfen, bei Verstand zu bleiben und die Dämonen fernzuhalten. Sie können uns nicht länger kontrollieren. Ich gehe nicht mehr in den Zirkel zurück. Nie wieder. Ich habe letzte Nacht darüber nachgedacht und mir vorgestellt, ich wäre wieder im Turm und unter ihrer Aufsicht. Da ist alles wieder hochgekommen. All die Jahre, die ich mit gesenktem Kopf gelebt habe. Mach keine Faust. Sei eine gute Magierin. Sei eine brave Magierin. Da ist mir klar geworden, dass ich keinen Frieden mit den Templern schließen will. Ich will, dass sie brennen. Ich wollte es so sehr, dass das Bett Feuer gefangen hat und Ivan einen Eiszauber sprechen musste, um es zu löschen. Das Gefühl ist immer noch da. Ich will, dass sie dieselbe Angst empfinden, die ich durch sie empfunden habe. Ich will, dass sie wissen, wie es sich anfühlt. Wir brechen in ein paar Stunden zum Konklave auf. Wenn diese Bastarde mich auch nur schief ansehen, werde ich ihnen zeigen, wie eine Abtrünnige aussieht. Aus dem Tagebuch einer unbekannten Magierin. Cool. Und ein Dämon. Machen wir den auch einfach platt. Heieieiei. Wo kommen wir denn hier hin? Vielleicht sollte ich mich fürchten. Immerhin sehe ich mich den mächtigsten Mitgliedern der Inquisition gegenüber. Black Wall zum Beispiel. Es geht doch nichts über einen grauen Wächter. Zu schade, dass ich in euch so gar nichts von ihrer Stärke wiederfinde. Du wirst die Stärke eines Wächters noch kennenlernen, Bestie. So sieht's aus. Es ist noch lange nicht vorbei. Natürlich kommen Dämonen zum Vorschein. Es war ja zu erwarten. Was auch sonst. Nicht wahr? Jeder, der was anderes erwartet hätte. Naja. Schalten wir die Dämonen gerade mal aus und dann geht's weiter im Text. So, ich würde sagen, dann schlucken wir. Sarah. Wenn ihr einen Pfeil auf mich abschießt, werde ich wissen, wo ihr seid. Verpiss dich! Unsere liebe Sarah. Komm mal, Sarah, halt dich mal hier in meinem Heilkreis. So, das ist schon besser. Und weiter geht's. Hier oben gibt's nur noch was mitzunehmen. Ja, ich dachte, hier oben ist vielleicht auch noch mehr, aber es sieht nicht danach aus. Wir bekommen hier nur ein bisschen Klugheit mit. Ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Und zwar zu dem Gebiet, wo wir gerade schon waren. Da habe ich ja die Justinia schon gesehen, ist der Inferno. Und es kommen noch mehr Dämonen auf dem Weg dahin. Ah, die halten hier schon ganz gut aus. Sind deutlich schwerer zu bekämpfen als noch zu Anfang. Dirf Ma Harelan. Mabanal Enasalin. Masolas Enamardin. Banal Nadas. Ich sollte mir mal ein elfisch Wörterbuch kaufen. Dann würde ich auch das verstehen.
Ja, gut, damit wären wir wieder in diesem Gang hier unten und da geht es dann natürlich weiter. Zu der Justinia, die ich da abstehen sehen. Aber bevor wir weitergehen, mache ich hier vorne einen Cut und verabschiede mich für diese Folge von euch. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ob wir da endlich zum Ausgang kommen oder ob es noch länger durchs Nichts zu wandeln gilt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Dragon Age Inquisition.